Ich reiche nicht her. Was treibst du denn da, Justus? Ups. So lange Arme hat keiner. Die schnappe ich mir. Kollegen, gleich hagelt es Flummis. Wir müssen noch einen Zahn zulegen, Bob. Ich wusste gar nicht, dass ich Justus so ins Zeug legen kann. Das war ganz nach meinem Geschmack. Die Kamera scheint unversehrt zu sein. Es handelt sich um eine Webcam, die Bilder gleich auf einen Rechner überträgt. Das heißt, es könnten Fotos von heute existieren. Dein Onkel hat doch einen guten Draht zum Künstler. Verstehe, Jorgensons Kamera liefert ihm die Bilder sozusagen frei Haus. Ich schicke ihm eine SMS, dass wir die Aufnahmen von heute brauchen. Ich habe einen ganzen Schwung für euch. Kollegen, wir haben alle Flummis gefunden. Endlich. Na bitte, am besten ihr bringt die Kiste gleich unseren Kunden. Ihre Flummis, Sir. Möchten Sie nachzählen? Die Flugblätter. So steckt dieser Kerl dahinter. Ein Feuerzeug. Mit den Initialen SN. Ergo, dieser Kerl übt sich in Betrug und Rufmord. Sein Feuerzeug bringt mich auf eine Idee. Wenn wir unseren Münzeinsatz erhitzen, stellen wir sicher, dass sich Senor Cervantes beim Schummeln die Finger verbrennt. Möge das Spiel beginnen! Ich bin sicher, es wird gleich heiß hergehen. Unter welche Schale soll ich die Münze legen? Ei, 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 ha! Also, wo steckt die Münze? Puh, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Da habt ihr euren Schrott zurück. Als Unterhändler seid ihr Nieten. Ohne ein hübsches Sümmchen gehe ich hier nicht weg. Jetzt will der Kerl auch noch Geld. Das ist blanke Erpressung. Ich glaube nicht mal, dass Justus Onkel schuld ist.
eigenen Augen gesehen hätten. Lasst uns Onkel Titus konsultieren. Wenn alles nichts hilft, schalten wir Inspektor Kotter ein. Jungs, Jorgensen hat sich wegen der Fotos gemeldet. Ich halte nichts davon, die Polizei einzuschalten. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Wenn Mr. Cervantes auf Geld besteht, soll es eben so sein. Oder? Aber nun zu Jorgensen. Hans hat mir die Aufnahmen geschickt. Am besten, ihr behaltet mein Handy und sichtet die Fotos irgendwo im Schatten. Kollegen, so geben die Fotos keinen Sinn. Die Reihenfolge stimmt nun. Mal sehen, was wir da haben. Eine Nachtaufnahme. Ich höre Justus förmlich schnarchen. Ah ja, das Tor steht offen. Keine Menschenseele weit und breit. Der übliche Streit zwischen Mr. und Mrs. Jonas. Und siehe da, es geht um die Flummis. Da haben wir Miguel Cervantes. Er nimmt die Flummis. Ein stinknormaler Verkauf. Mr. Jonas scheint zufrieden zu sein. Jetzt wird es interessant. Dieser Miguel fährt los. Von Onkel Titus keine Spur. Was macht der Typ denn jetzt? Statt wegzufahren, öffnet er die Ladeklappe. Er legt es darauf an, seine Ladung zu verlieren. Cervantes ist fort. Dafür erscheint nun dein Onkel auf der Bildfläche. Das ist ja wohl die Höhe. Da hört sich doch alles auf. Statt wegzufahren, hat dieser Heini Titus aufgelauert. Seht euch nur an, was er macht. Und zack, da fliegen die Flummis. Dein Onkel hatte keine Chance. Und damit keine Schuld. Der Unfall war inszeniert und geht allein auf das Konto des Hundetrainers. Wisst ihr, was mich richtig froh machen würde? Wenn sich dieser Kunde hier nie wieder blicken ließe. Ich werde euren Titus Jonas verklagen. Es sei denn, er zahlt mir $500 bar auf die Hand. Was wedelt ihr mit dem Handy vor meiner Nase? Dieses Foto. Ach, wisst ihr was? Ihr Schmalspurschnüffler, könnt mich mal! Moment! Die Initialen SN? Und dann diese Stimme? Stehe ich hier als Einziger auf dem Schlauch?
Na sieh doch, Peter. Erkennst du ihn nicht? Skinny Norris! Skinny Norris, der Erzfeind der Detektive. Weil er Justus, Peter und Bob nicht ausstehen kann, kommt er ihnen in die Quere, wann immer sich eine Gelegenheit bietet. Kein Wunder, dass die Abneigung auf Gegenseitigkeit beruht. Zumal Skinny sich nicht scheut, vom beleidigten Widersacher zum Kriminellen aufzusteigen. Hab ich euch drangekriegt. Fettbacke Jonas, Krakenkrauler Shaw und Schleimbeutel Andrews. Justus! Peter! Bob! Ich mach mich dann mal vom Acker. Schöne Grüße an deinen Onkel und seine Leichtgläubigkeit. Na los, Tantchen hat euch... Skinny fährt vom Hof. Ich hoffe, den sehen wir so bald nicht wieder. Dem Himmel sei gedankt, wir sind diesen Rüpel los. Zeit für meinen Riesenkraken. Ihren Riesenkraken? Also jetzt kapiere ich überhaupt nichts mehr. Aber ja, seht mal, was in der aktuellen Ausgabe des Anzeigenblättchens steht. Armer Krake von Mathilda Jonas aus Rocky Beach. Eingereicht von Ehemann Titus Jonas. Nicht nur freitags auf dem Tisch gab es Muscheln, gab es Fisch. Tief im Meere schwamm der starke, achtarmige Riesenkrake. Leider, leider war er dumm, stieß sich einen Fangarm krumm. Arm kaputt war, was er dachte, Leid erfüllt für die mit Achte. Ach, des Kraken Freund im Meer unterlief einst solch Malheur. Wärst du Freund mal hier geblieben, Haifisch stahl sich Fangarm 7. Unser Held, der schimpfte sehr, böser Freund, weil er's nicht wär. Es gab Streit und, welch Spektakel, riss der 6. der Tentakel. Nur der arme 5 am Kopf nahm ein Fischer ihn beim Schopf. Tintenspritzer, rasch entkommen. Nur war Fangarm 5 genommen. Nah der Muschel beim Verschluss träumte tief der Oktopus, er besäß die Arme alle. Schrecklich schnappte zu die Falle. Fangarm 4 als Muschelmal. Armer Krake, welche Qual. 3 geriet in, wer ich glaube, irgendeines Schiffes Schraube. Mit 2 Armen noch am Heck hackten Taucher einen weg. Und hinfort sank Fischlein Tinte, kannte weder Mut noch Finte. Es war still, die Herzen schwer. Krakenwehmut, Abschied mehr. Rums, gepoltert kam die Küste, wo er nun verenden müsste. Doch wird Krake nun an Land Sensation und Stadt bekannt. Denn am Strand lebt Maler Strich, malt Arme dran, ganz krakelig. Aha. Mathildas Riesenkrake ist quasi meinem in die Quere gekommen. Macht 16 Arme, oder? Zeit, dass wir uns wieder unserem Riesenkraken zuwenden. Einverstanden? Nach Skinnys fiesem Auftritt nehmen sich Justus, Peter und Bob vor, endlich ihren Fall weiter zu verfolgen und Foto und Fundstück zu untersuchen. Im Aufenthalt in der Zentrale, im alten Wohnwagen, steht nichts mehr im Weg. Vorausgesetzt, Tante Mathilda heizt den Jungs keine Arbeit auf. Justus! Peter! Bob, wo steckt ihr denn? Vielleicht hat sie uns Kirschkuchen gebacken. Nein,
Ihr Tonfall sagt, dass sie uns auf dem Schrottplatz einspannen will. Dann sollten wir auf dem Weg zur Zentrale eine Begegnung unbedingt vermeiden.